Hallo und herzlich willkommen im dritten Teil meines Classic Let's Plays von The Legend of Zelda A Link to the Past. Amulett 1 und 2 haben wir bereits. Wir sind jetzt auf dem Weg zum dritten Amulett. Und zwar befindet sich das genau hier. Wo sind wir? Wir sind hier. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal ein Stückchen nach oben. Ich habe jetzt gesehen, links ist auch noch was. Würde mich jetzt gerade interessieren, was genau das ist. Wir das jetzt auch noch brauchen oder nicht, aber gesagt bekommen habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nichts. Deswegen mache ich mich mal auf den Weg zum dritten Amulett. Oh, ich hätte eventuell mal die Fee besuchen sollen. Ich sehe gerade, ich habe nur noch 3 Herzchen. So, vielen Dank. Oh, hier ist ja auch noch was. Ich laufe gerade wieder richtig hoch. Ich habe ja eine Orientierung wie eine Kartoffel. Weg mit dir. So, jetzt kurz nochmal auf die Karte. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir sind auch gleich da. Ich glaube, hier ist die Kathedrale. Ja, dann müsste das der Eingang hier links sein. Da gehen wir mal einmal hin. Ach Gottchen, da seht ihr es mal, so ein einfacher Bauer kann mich da umbringen. Wo geht's denn hier lang? Okay, hier kommen wir zum Wald. Ich glaube, da wollen wir noch gar nicht hin. Zumindest wurde mir das nicht gesagt. Gut, dann scheint das hier der richtige Weg zu sein. Oh je. Was sind das denn für Dinger? Okay, die darf ich wohl nicht berühren. Bin ich jetzt richtig oder falsch? Oh, wer bist du denn? Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Wollt ihr hier jetzt irgendwie rumlungern? Was wäre denn gewesen, wenn ich nicht gekommen wäre? Wie kann man denn seine Lampe mitten... Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts entlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt nämlich vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Also, Opi, gleich lasse ich dich hier liegen, ne? Das ist ein bisschen mehr Dankbarkeit. Geh hier lieber nach rechts, weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter.
Der König ließ sie auf seiner Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Aghanim versucht durch die Entführung der Mädchen die Nachfahren der sieben Weisen, sich ihrer Kräfte zunutze zu machen. Okay. Das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Aber der OP hat halt niemanden zum Reden, ne? So, kurz mal schauen. Ey, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Super. Was sind das für Dinge? Eichhörnchen oder so? Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Noch etwas. Falls du in einen magischen Teleporter gerätst, dann schaue in diesen Spiegel. Na, immerhin kriege ich was geschenkt. Du hast den Zauberspiegel. Achso, du hast den Zauberspiegel. Er ist klar, blau und schön. Aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Oh Gott, ich hab's heute mit dem Lesen. Hi, OP. Der hinterhältige Zauberer hat den König arglistig getäuscht. Er versucht nun mittels Magie den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Ein grauenvoller Gedanke, wenn ihm das gelingt. Im Turm auf dem Berg befindet sich die sagenhafte Mondperle. Finde sie auf jeden Fall. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist dir Erholung zu verschaffen. Du kannst jederzeit zurückkommen. Dankeschön. So. Ich denke, da muss ich hier entlang. Wohnt der Typ jetzt in der Höhle, oder wie? Gut, also, ich muss wohl zuerst eine Mondperle finden. Mhm. Wenn er mir noch gesagt hätte, wozu die gut ist, ja, dann hätte ich wenigstens noch was davon. Okay, diese Dinger verwandeln sich in Steine und bringen mich aber davor schon um. Hilfe! Oh Gott. Das war ja mal voll klar. Okay, hier entlang kann ich nicht. Tja, wo muss ich denn jetzt lang? Hier lang? Shit. Ich bin gleich tot, Hilfe! Weg, 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 schnell. Ich muss zurück zum OP, damit der mich nochmal kurz hält. Ich will das alles nicht hören, ich will nur geheilt werden. So, danke sehr. So, also ich habe gesehen, links, wenn man raus aus der Höhle geht, dann ist links noch ein Eingang. Beziehungsweise ein Weg. Da werde ich jetzt mal entlang gehen und hoffen, dass es der richtige Weg ist. Genau hier entlang. Ach, diese dummen Felsen hier immer. Was steht hier? Oh, so liest man das nicht. So auch nicht. Die Höhle führt zurück zum Dorf Kakariko. Ist ja auch was, aber da traue ich mich gerade nicht runter. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das ist der falsche Weg. Schau mal an. Bevor ich das mache, versuche ich es erstmal mit der Mondperle. Ich hoffe, ich finde die irgendwo. Ja, ich sehe gerade, ich glaube, das ist wirklich der einzige Weg hier raus. Mal schauen, was passiert, wenn ich hier runterfalle.
cool. Und den fange ich mir, ne? In eine Flasche. Und dich nehme ich mit. So. Wow, was ist das denn? Ach, das war ja so klar. Ach, super. Den hätte ich gar nicht runtergemusst. Ganz toll. Oh, Helfer, mir tränen gerade die Augen. So. Okay, hier gibt's sonst nichts mehr. Dann versuche ich es jetzt mal. Das bin ich ein Hoppelhäschen. Was willst du hier? Bildest du dir ein? Du Rasenwurst kannst mehr ausrichten als ich. Ich suchte die goldene Macht und was ist aus mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Heras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Nun lass mich in Ruhe. Sag mal, ich glaube, es geht los. Bounce, 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 hallo, du Hasenfuß. Ich muss dir was erzählen. Ich sperre die Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Was das bedeutet, das heißt, zu allem und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung, so wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. Okay, jetzt, Moment mal. Ich dachte, ich muss in den Spiegel gucken. Heißt das, ich kann mich jetzt auch nicht mehr zurückverwandeln? Das wäre natürlich scheiße. Ich sehe aus wie ein Kaninchen mit einem Kleid. Also, so möchte ich aber jetzt nicht rumlaufen. Und kämpfen kann ich auch nicht. Da kann ich auch nicht lang. Gut, was machen wir jetzt? Ich gehe noch mal nach oben zu den beiden merkwürdigen Leuten. Boah, braucht er ewig für die Treppe. Okay, das war jetzt irgendwie ein wenig Glück. Das war jetzt großes Glück. Von alleine hätte ich das jetzt... Ja. Gut, ich hatte Glück. Ich habe mich an der richtigen Stelle zurückverwandelt und habe den Spiegel benutzt. Aber ich weiß nicht, warum sie die Mondperle suchen, wenn sie das auch mit dem Spiegel machen könnten. Gut, gehen wir jetzt hier rein, oder... Ja, ich denke mal, ich schau mal hier rein. Hier ist dann wahrscheinlich die dritte Perle drin. Das Amulett. Tja. Ach, ich glaube, hier muss man mit Pfeil arbeiten. Nö, man kann es auch so machen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal runter. Oh Gott. Jetzt komme ich da aber nicht mehr raus.
Ich bin gleich tot. Aber ich habe ja noch meine Fee. Jetzt habe ich auch die Karte bekommen, die ich eigentlich nie brauche. Dieses Wurmdings hier nervt mich. Ah, hier ist. Hier können wir durch, das ist gut. Ich hoffe, ich krieg noch ein paar Herzchen hier. Ich habe schon wieder 3 verloren. Das geht so ratzfatz hier. Okay, mir ist der Finger eingeschlafen. Shit. Der hat mich gleich. Ich bin mir sicher, ich sterbe jetzt. Ich brauche ein paar Herze. Boah, so schnell geht das. Jetzt habe ich schon den Masterschlüssel. Das heißt, es geht jetzt wieder zurück. Ich hätte mir noch eine Flasche kaufen sollen. So wie ich spiele, brauche ich wahrscheinlich 3-4 Flaschen. Okay, den Schlüssel haben wir jetzt, aber denke ich, bin das der Dorfälteste Hasrala, ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verliesen in den Zauberspiel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Ja, das ist ganz nett, aber das brauche ich hier gerade nicht. What the fuck, wie komme ich hier denn jetzt wieder raus? Ja, dieses Gepiepe geht einem auch. Oh nein, ein bisschen auf den Keks. Ich habe gerade gedacht, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Tja, nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Ach, bitte lass mich am Eingang des Schlosses wieder aufwachen. Speichern und weiter. Noch wenigstens. Den Schlüssel habe ich wenigstens immer noch. Das heißt, ich kann hier jetzt weitermachen. Ich werde mich hier jetzt mal fahren lassen und... Ach, hier sind ja auch Türen, sehe ich gerade. Ach Gottchen. So. So stemmen die natürlich auch nicht.
und so auch nicht. Komm. Tschüss. Ich habe so das Gefühl, hier werde ich sterben. Ihr merkt ja schon selbst, ich bin viel vorsichtiger geworden, sagte sie und kassierte. Oh Mann. Dass in den ganzen Töpfen aber auch nichts drin ist, das ist schon ein bisschen gemein. Ja, wow, eins. So, jetzt ist erstmal hier alles weg. Ich brauche mir jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Da ist noch eine große Truhe. Und da ist bestimmt was Tolles drin. Nur wie komme ich da hin? Jetzt erstmal hier hoch. Der rote ist ein bisschen schneller. Und auch stärker. Ob der überhaupt stirbt? Ich glaube nicht. Dann rein mit dir. So. Oh fuck. Oh nein! Und zwar lasse ich mich hier jetzt fallen und hoffe, dass das stimmt. Ich müsste jetzt nämlich eigentlich bei der Truhe rauskommen.
Die Mondperle, die Gestalt des Helden ist damit gefeit gegen magische Verwandlung. Okay, das ist gut. Ach, jetzt verstehe ich das. Das heißt, ich kann in diese Parallelwelt zurück, aber ich werde kein Hase. Ich bleibe als Link. Das ist, ja, das ist gut. Das gefällt mir. Gut, dann bin ich gespannt, was ich dort alles sehen und erleben werde. Vielleicht kann ich dem Typen sogar ein paar runterhauen, damit er den Ball in Ruhe lässt. Hebel wäre ganz nett, damit ich mal sehe, was hier alles drin ist. Da sind bestimmt noch ein paar Herzchen drin. Tja. Naja. Ich dachte, die Wände sind kaputt, die geben vielleicht auf. Habe ich mich getäuscht. So. Ja, mir war klar, dass irgendwie sowas erscheint. Mein Glück ist ja, dass er nicht hier hinkommen kann. Das heißt, ich kann mich immer wieder zurückziehen und abhauen. Da wollte ich jetzt nicht hin, sondern dahin. Oh, oder auch nicht. Ich komme anscheinend nicht wieder zurück. Ganz schön schnell. Ich trau mich nicht. So, zweimal. Oh nee, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Naja, immerhin habe ich ihn jetzt dreimal berührt und bin selbst gleich tot. Das war knapp. Das hilft, glaube ich, auch nicht. Nee, leider nicht. Wenn ich mal meine Pfeile benutze. Nee. Auch nicht. Was habe ich hier denn noch? Vielleicht Bomben? Auch nicht. Tja, mehr habe ich hier nicht. Komm, komm, komm hierher. Gut. Och nö, das kann's doch nicht sein. Das kann's nicht sein, ehrlich jetzt mal. Ich brauche jetzt unbedingt... Das Piepen ist schon ein wenig penetrant, ne? Nicht ein Herz. Das ist ja schon ein wenig unfair. So, nee, ich versuche jetzt nochmal einen Hebel zu betätigen, damit die rechte Stelle kurz vor dem Boss aufgeht. Vielleicht sind da ja noch ein paar Herzchen drin. Wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Thank you.
auf jeden Fall nicht mehr sterben. Rettet mich ein wenig. So. Ob ich jetzt wieder von vorne anfangen muss? Ich hoffe es ja nicht. Ach komm schon hier, ey. Oh, Leute. Und wenn das so weitergeht. Toll. Also, mir bleiben noch 3 Herzen. Dieses verdammte Vieh. Oh nein, nein. Chance verpasst. Och nö. Ach ja. Ist das nicht schön? Oh Gott, jetzt ist er ja richtig schnell. Jetzt kriege ich ihn nie wieder. Oh nee! Nein, 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 nein. Och Leute. Aha. Gut. Ich habe einen Vorschlag, und zwar machen wir das am besten so. Ich versuche jetzt, diesen Wurmmann zu besiegen, und nächste Woche geht es dann weiter. Und zwar hätte ich dann alle 3 Amulette und werde ab dann weiterspielen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr enttäuscht. Ja, er ist doch ein wenig schwieriger, als ich dachte. Ich habe ihn ein bisschen unterschätzt. Aber nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter. Und dann hätte ich auch alle 3 Amulette. Und wir könnten dann weiterspielen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag schon mal bis nächste Woche.